Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Näh deinen Stil Podcast. Ich bin Elke und freue mich, dass du zuhörst. Heute möchte ich dir über mein Personal Shopping Erlebnis erzählen. Das hatte ich so vor, ich glaube, es waren 3 Jahre. Und es war wirklich eine interessante Erfahrung. Bisher habe ich das nur einmal gemacht. Und ich meine mit Personal Shopping, dass ich mich habe begleiten lassen. Ich hätte ja theoretisch auch andersrum jemanden begleiten können, aber nein. Ich war total neugierig darauf und meine Ausbildung zur Stilberaterin war noch gar nicht so lange her. Deswegen war ich total neugierig darauf, wie jemand mich als Kundin da durchführt und ja, was dann am Ende natürlich auch für Teile dabei für mich rauskommen. Mit einem Grund, warum ich das auch gebucht habe, war, dass ich in dem Jahr auch geschäftliche Termine hatte, für die ich eben ja eine schon nette Outfit-Auswahl haben wollte. Genau, also die Person, mit der ich dann unterwegs war, die hatte mich auch schon in meiner Ausbildung ein Stück weit begleitet, kannten uns schon. Ich wusste, dass sie ja auch sehr gut weiß, welche Farben mir stehen und welche Stilrichtung. Meine Erwartungen, die waren interessanterweise, ja, also so in die Richtung VIP-Erlebnis. Also es ist ja kein kleines Investment, was man macht. Ich glaube, das waren so 100 Euro pro Stunde und ich hatte sie für 3 Stunden gebucht. Also wenn ich mir natürlich dann überlegt habe, was könnte ich mir für 300 Euro schon alles kaufen? Ja, also es war schon ein Investment und ich hatte mir das auch ja sozusagen zum Geburtstag gewünscht. Und deswegen hatte ich auch so die Erwartung daran, dass es ein VIP-Erlebnis wird. In meinen Gedanken, ja, sind wir dann auch noch ein Käffchen trinken gegangen, haben uns unterhalten und habe total unterschätzt, wie schnell eben 3 Stunden auch vorbeigehen können und dass da überhaupt gar keine Zeit ist, um noch irgendwo entspannt ein Käffchen trinken zu gehen. Noch dazu kam, dass meine Beraterin dann sofort im Anschluss einen weiteren Termin hatte und sie auch dann wirklich unter Zeitdruck war. Also ne, ich habe schon so gemerkt, zum Ende hin hat sie immer wieder auf die Uhr geschaut und das hat es dann auch so ein bisschen ja, unentspannt zum Ende hin gemacht. Dann sind wir eben nochmal schnell in einen Schuhladen, weil wir das eigentlich auch noch auf dem Programm hatten. Aber da war ich dann selbst auch nicht in der Stimmung, Schuhe anzuprobieren und genau das. Das war dann tatsächlich nicht ganz so VIP, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber ich glaube, da muss man auch so ein bisschen an seinen Erwartungen arbeiten. Aber gut, das war das erste Mal. Und ja, wie es dann tatsächlich abgelaufen ist. Wir haben uns im Vorfeld natürlich überlegt, was ich brauche. Also ich hatte ihr gesagt, für welchen Anlass ich was haben wollte und ja, im Grunde ist es bei mir so, dass ich, wenn ich mir etwas kaufe, das ja auch dann möglichst immer wieder anziehen können will. Also eine bestimmte Anzahl an Teilen hatte ich jetzt nicht im Kopf und es musste jetzt auch kein Hosenanzug oder irgendwie sowas ganz klassisch Businessmäßiges sein. Aber ich wollte irgendwie, dass es anders ist als das, was ich sonst trage. Und ich hatte natürlich auch die Hoffnung auf Inspiration, auf Teile oder Kombinationen, die ich jetzt bisher einfach noch nicht im Schrank hatte. Wir haben uns dann also vor einem Kursladen getroffen in Berlin, weil wir beide der Meinung waren, dass wir da eigentlich schon vermutlich das ein oder andere für mich finden könnten. Und so war es dann letztendlich auch. Also ich bin da natürlich in der Kabine gewesen. Sie hat sich viel darum gekümmert, dass ich immer wieder was Neues zum Anprobieren hatte. Wenn die Größe nicht gepasst hat, dann hat sie mir die andere Größe geholt. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr angenehmer Service. Und dazu hatte sie natürlich dann auch den neutralen Blick. Also sie war ja keine Verkäuferin in dem Geschäft, die mir natürlich dann sehr gerne etwas aus ihrem Sortiment verkaufen würde, sondern ja, sie war ja unabhängig von irgendeinem Store. Ich habe dann festgestellt, dass, ja, obwohl sie meinen Farb- und Stiltyp ja sehr gut kannte und ich ja auch schon viel von ihr gelernt hatte, habe ich gemerkt, dass wir doch nicht so ganz in manchen Dingen die gleiche Sprache gesprochen haben. Sie hat mir manchmal Teile gebracht, die sie mir sehr ans Herz gelegt hat, die jetzt farblich, boah, eigentlich eher mittelmäßig bis nicht so gut für mich waren, wo sie dann gesagt hat, ja, aber der Schnitt ist total gut und interessant und ich habe mich gedacht, okay, super, dann probiere ich das jetzt aus. Und bei einem Teil kann ich mich noch sehr gut erinnern, ja, das hatte eher so einen etwas mädchenhafteren Schnitt, ohne verspielt zu sein und die Farbe war aber so ein ganz, ganz helles Mintgrün.
Also es hat mich schon echt blass gemacht. Das habe ich selbst sofort vor dem Spiegel gesehen. Aber sie hat mir sozusagen den Schnitt ans Herz gelegt und das Teil kostete, es war im Sale, 17 Euro. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann hat sie eben auch so, ja komm, für 17 Euro kannst du das doch mitnehmen. Und ich so, na gut, dann nehme ich das halt für 17 Euro mit. Ich habe dann noch zwei andere Oberteile mitgenommen, die beide die gleiche Farbe hatten, aber sehr unterschiedlich von Material und Schnitt waren. Bei dem einen, da habe ich mir schon so gedacht, ah, ob das jetzt so das Richtige ist für mich. Habe es aber trotzdem gekauft, weil sie es mir empfohlen hat. Sie hat halt gesagt, ja, damit hast du einfach noch mal was anderes im Schrank. Es war so ein ganz fließender Stoff mit so ein paar Raffungen an der einen Schulter, so ein bisschen asymmetrisch. Und das andere Teil in der gleichen Farbe war sehr geradlinig aus einem festeren Material. Das habe ich tatsächlich auch ein paar Mal mehr angezogen, aber beide waren jetzt für mich keine Renner. Das Lappigere, sage ich mal jetzt ein bisschen platt, das habe ich dann auch schnell irgendwann als Schlafanzug angezogen, aber selbst da habe ich gedacht, nee, dafür ist es eigentlich zu gut. Das ist jetzt so ein Markenteil, das kann ich bestimmt noch ganz gut verkaufen und so war es dann auch. Und das andere Teil habe ich dann immer noch mal hängen gelassen, habe es immer mal wieder angezogen und irgendwie immer so gedacht, also irgendwie, obwohl es rein logisch irgendwie schon so meins war, habe ich mich nie so richtig gut darin gefühlt. Das mintfarbene Teil, ja, das habe ich, glaube ich, zweimal angehabt. Mein Mann hat auch gleich gesagt, als ich das vorgeführt habe, was ist das denn? Aber ich habe auch noch Teile aus der Zeit übrig, und zwar einen Schal, den ich sehr gerne trage, und ein Cape. Das ist auch ziemlich cool, aber es ist kein besonders praktisches Kleidungsstück. Also es ist jetzt nicht so ein klassisches Cape, was also im Grunde wie so ein Stoff ist, was eine Öffnung für den Kopf hat, sondern mehr wie so ein Überwurf, der vorne offen ist, an den Seiten auch offen ist. Das kann schon mal von der Schulter rutschen. Ich kann nicht so richtig eine Jacke drüber ziehen, weil dafür ist es zu wuchtig. Zum Drunterziehen ist es auch nicht so geeignet. Also es ist, ja, also manchmal gibt es ja so Teile, vielleicht hast du auch sowas im Schrank, was einfach total interessant ist, auch irgendwie cool aussieht, aber im Alltag, ja, den Anforderungen nicht so wirklich standhält. Ach ja, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ich hatte aus meinem letzten Nähprojekt, da hatte ich mir eine Bluse genäht aus so einem blauen, na, so einer Art Jeansstoff, so einem dünnen, und die war noch nicht ganz fertig. Und ich habe gedacht, ach Mensch, das nehme ich jetzt mal mit und ich frage die Beraterin dann einfach mal, was sie davon hält. Und ich habe das eigentlich ganz geschickt eingebaut. Also sie hatte mir ja immer wieder Sachen in die Kabine gebracht. Da hingen ganz schön viele Teile rum. Ich habe das einfach mal zwischendurch angezogen, bin dann damit raus vor den Spiegel zu ihr. Und sie war gleich ganz begeistert. Sie so, oh, das ist ja eine super Bluse. Und die ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, das habe ich selber genäht. Das habe ich jetzt so zwischendurch mal angezogen. Und fand es natürlich dann auch gut, dass sie das gleich so bestätigt hat, ohne dass sie vorher wusste, dass ich das eben selber gemacht habe. Ja, was war denn so das Fazit der ganzen Aktion? Ich glaube, ich hätte mich da mehr auf mein Gefühl verlassen müssen und nicht so sehr auf ihre Empfehlung. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen widersprüchlich, aber wie gesagt, das Entscheidende ist ja auch in so einer Situation, dass man weiß, was man später auch wirklich tragen wird. Natürlich weiß man das nicht immer hundertprozentig vorher, aber bei den Teilen, die ich gekauft habe, also wir hatten erst so eine Auswahl, dann habe ich eben geguckt, okay, wie viel will ich ausgeben? Welche von diesen Teilen würde ich jetzt mitnehmen? Und habe dann eben auch Teile mitgenommen, wo mir mein Bauchgefühl eigentlich gesagt hat, lass mal lieber. Also hätte ich jetzt alleine, wenn ich die gesehen hätte und anprobiert hätte, nicht gekauft. Aber ich habe mich natürlich darauf verlassen, dass sie da mit ihrem geschulten Auge eben, ne, weiß, was ich brauche und so weiter. Und habe die Sachen dann mitgenommen, weil mir ging es ja auch darum, etwas Neues zu kaufen und einfach mal andere Sachen, andere Schnittführungen und so weiter im Schrank zu haben. Und ja, das habe ich ja dann auch damit erreicht. Aber es stellt sich ja immer erst hinterher im Alltag dann heraus, ob man die Teile wirklich dann auch regelmäßig anzieht oder nicht. Auch wenn ich jetzt von den Teilen, die ich damals gekauft habe, glaube ich, nur noch zwei oder drei im Schrank habe, war es trotzdem eine gute Erfahrung. Ja, also ich habe wieder was über mich selber gelernt. Und zwar, dass ich schon in erster Linie darauf achten muss, was mein Gefühl sagt. Dass ich schon neugierig sein kann, ausprobieren und so weiter. Aber dass ich gerade auch bei diesem mintfarbenen Teil da, ich wusste ja,
das sieht irgendwie komisch aus und ich habe es nur gekauft, weil sie gesagt hat, kauf das. Und das war ja im Grunde ein Fehler. Aber gut, das hab ich ja jetzt gelernt. Und ich glaube, ich würde beim nächsten Mal mir auch nochmal konkret, also vorher konkreter Gedanken machen, was will ich eigentlich? Und nicht nur so, ja, ich möchte was, irgendwas für den und den Anlass haben. Aber ich glaube, dass, ja, da muss man wahrscheinlich auch so seine Erfahrung sammeln und vielleicht auch die richtige Person finden, mit der man so richtig dann auf einer Wellenlänge ist oder wo das Vertrauen eben auch hundertprozentig dann da ist. Ja, also eben auch dieses, dass es alles so ein bisschen unter Zeitdruck war. Vielleicht müsste man sich auch mehr Zeit nehmen für so eine Aktion. Oder andersrum Sachen bestellen, die zu Hause in Ruhe schon mal für sich anprobieren und dann kommt eine Beraterin für, keine Ahnung, 2-3 Stunden vorbei und man testet das alles nochmal durch. Dann hat man es aber vorher schon mal selber an sich gesehen. Da gibt es wahrscheinlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie man so ein Personal Shopping gestalten kann. Ja, für wen kann man es empfehlen oder für welche Situation, was für Vorteile hat es denn? Also ein ganz, ganz großer Vorteil ist ja wirklich, dass man, wenn man etwas entscheidungsscheu ist, jemanden hat, der einen unterstützt. Oder wenn man selber wirklich nicht so gut darin ist, Sachen zu kombinieren, Sachen für sich selber zu finden oder auch mal den Mut hat, was Neues auszuprobieren, dann kann das ja wirklich eine super Sache sein, mit Personal Shopping Begleitung unterwegs zu sein. Es ist sehr effizient, weil man einfach in kurzer Zeit wirklich viele Teile anprobieren kann, weil man eben diese Unterstützung hat. Gut, es gibt natürlich auch Geschäfte, Boutiquen, die hochwertiger sind. Da bekommt man ja auch diese Unterstützung von den Verkäuferinnen und Verkäufern. Also, ne, dass einem Sachen geholt werden in einer passenden Größe oder nochmal was ausgetauscht wird. Aber man bekommt ja keine markenunabhängige Beratung, weil Verkäuferinnen und Verkäufer werden ja dafür bezahlt, dass sie verkaufen. Bei dieser Beraterin, die habe ich natürlich dafür bezahlt, dass sie mir eben unabhängig ihre Meinung sagt, mich da auf der Ebene unterstützt. Genau, also das ist wirklich spannend gewesen, das kann ich nicht anders sagen. Auch dieser Blick von außen beim Shopping ist auch nochmal was ganz anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel mit der Freundin unterwegs ist. Die ist ja viel voreingenommener und kennt einen ja schon viel besser. Das kann ja manchmal ein Vorteil, manchmal ein Nachteil sein. Die Freundin würde vielleicht sagen, komm, ich weiß auch jetzt schon, dass du das nicht anziehst. Und die Beraterin sagt, Mensch, das ist toll, probier das doch mal aus, das ist mal was ganz anderes. Aber es ist natürlich auch wirklich eine preisintensive Sache, wenn man bedenkt, dass man ja mit, also in dem Fall bei mir, hatte ich ja schon 300 Euro sozusagen auf der Uhr, bevor ich überhaupt ein einziges Kleidungsstück gekauft hatte. Also dessen muss man sich schon bewusst sein, dass man ja eine hohe Investition hat, aber natürlich mit der Möglichkeit, nach hinten raus zu sparen, weil man einfach bessere Kaufentscheidungen trifft. Bei mir war das jetzt noch nicht so ganz der Fall, weil ja, ich glaube ich auch einfach so noch so sehr anfängerisch unterwegs war. Ne? Ich war noch relativ neu in meiner Stilwelt. Es war auch für mich neu, diese Situation, dass ich in meinem Businessbereich so einen Anlass auf einmal hatte, wo ich etwas Besonderes haben wollte. Das hatte ich vorher auch noch gar nicht so. Und hinterher habe ich dann festgestellt, ach, das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, weil alle anderen waren total lässig angezogen in Jeans und Sweatshirt oder irgendwie so. Von daher hätte ich mir da gar nicht so einen Druck machen müssen. Und ich wollte, glaube ich, auch einfach mal, und das war es auch wirklich dann auf jeden Fall wert, diese Erfahrung machen. Einerseits, weil ich wissen wollte, ne, wie ist das aus Kundensicht, wenn man sowas macht. Und weil ich auch überlegt hatte, ist das vielleicht auch mal was ich mit einer meiner Kundinnen machen möchte. Ne? Habe ich aber nicht und ich glaube, das ist auch nicht so ganz meine Welt, in diese Richtung zu gehen. Ja, also ich glaube, wenn du schon öfter mit dem Gedanken gespielt hast, das mal auszuprobieren und du auch dir das finanziell locker leisten kannst, würde ich es mal ausprobieren, weil es wirklich eine ganz andere Shopping-Erfahrung ist als sonst. Ja, es ist natürlich auch kommunikativ, das war ja auch sehr schön. Wir konnten uns austauschen, wir haben gelacht, wir haben natürlich auch irgendwie lustige Sachen gesehen, die ich anhatte und konnten beide drüber lachen. Das hat ja auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich würde halt schauen, dass es zeitlich so ist, dass man sich damit nicht unter Druck setzt.
Ne? Aber es kann es natürlich auch wieder teurer machen. Also ich hätte natürlich auch sagen können, lass uns 5 Stunden machen. Dann hätte ich aber schon gleich 500 € bezahlen müssen. Und ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel günstiger man so eine Shoppingbegleitung vielleicht auch schon bekommen kann. Und eine ganz andere Möglichkeit ist ja auch noch, dass es ja mittlerweile viele Online-Anbieter gibt, wo dieses Personal Shopping also in der Online-Shopping-Erfahrung mit drin ist. Also zum Beispiel sowas wie Outfittery oder Kisui heißen die, glaube ich. Bei Zalando gab es oder gibt es sowas auch, wo man so verschiedene Fragen in so einem Fragebogen ausfüllt. Man kann Fotos von sich hochladen und dann Kontakt aufnehmen zu einer Stylistin oder einem Stylisten und bekommt dann eben so eine Box zugeschickt mit verschiedenen Sachen, die jemand dann für dich ausgewählt hat. Und du bist aber gar nicht verpflichtet, die Sachen zu kaufen. Du kannst sie also ganz entspannt zu Hause anprobieren. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das fand ich eigentlich total gut. Da habe ich dann ja also wirklich so eine große Box bekommen. Die war auch sehr schön verpackt. Also es war auch schon so ein bisschen so wie ein Geschenk, so ein bisschen VIP-mäßig. Und habe nachher 2 Paar Schuhe behalten und ich glaube 2 Hosen. Weil ich dort eben auch angeben konnte, dass ich also eben überlange Hosen brauche und so weiter und so fort. Also das ist auch nochmal eine Möglichkeit, die deutlich kostengünstiger ist, aber nicht unbedingt viel zeitsparender, wenn man dann immer nochmal so ein Hin und Her hat zwischen, ja, zwischen dem Versandhandel und zu Hause, ne? Weil vielleicht braucht man irgendwie ein komplettes Outfit, aber in der ersten Box sind nur die Schuhe drin, in der nächsten Box sind nur die Hosen drin. Der Vorteil da ist, dass wenn man das eben häufiger macht, sich diese Boxen schicken lässt, dann lernt eben der Shop-Algorithmus oder der Algorithmus, mit dem die Stylistinnen und Stylisten arbeiten, und sie können dir immer bessere Sachen schicken oder bessere Vorschläge schicken. Also man bekommt eben vorher auch so eine Auswahl zugeschickt per E-Mail und kann dann schon im Vorfeld sagen, ja, okay, das braucht ihr mir gar nicht erst schicken. Und das war eigentlich auch eine ganz coole Erfahrung, aber ist in dem Sinne ja kein Personal Shopping wie das, was ich dir vorher beschrieben habe. Aber auch eine interessante Möglichkeit, mal neue Dinge auszuprobieren. Weil das ist ja letztendlich bei den meisten so, dass man ja seine Vorlieben hat und immer wieder darauf zurückfällt. Zwischendurch probiert man mal was Neues aus, stellt fest, naja, das ziehe ich dann doch nicht so wirklich an, jetzt hängt es nur rum. Dann kauft man wieder das Altgewohnte. Über ja, den Blick eines Profis kann man dann eben einfach nochmal neue Dinge entdecken, neue Outfits, vielleicht neue Kombinationen, sich inspirieren lassen. Also sehr, sehr interessantes Feld auf jeden Fall. Mein Fazit für das Personal Shopping: Beim nächsten Mal würde ich mir konkreter überlegen, was ich will, mir überlegen, wie viel Zeit möchte ich verbringen. Und wenn ich jetzt die Person noch nicht kennen würde, würde ich mir auch vorher Zeit nehmen, die Person irgendwie möglichst gut schon kennenzulernen, zu gucken, ob man wirklich auch die gleiche Sprache spricht, damit es dann eben nicht zu Käufen kommt oder Empfehlungen kommt, die man selber, wo man selber kein gutes Gefühl hat. Und natürlich, es war natürlich auch meine Entscheidung, die Sachen zu kaufen, ne? Sie hat mir Vorschläge gemacht. Ich habe die Sachen dann gekauft, was ich ja nicht hätte machen müssen. Aber ich habe mich ja auf ihr Urteil verlassen. Ja, vielleicht muss man da dann einfach auch noch mal offener kommunizieren. Oder es ist, glaube ich, wichtig, dass man sehr offen kommuniziert und sagt, darin fühle ich mich gut, darin fühle ich mich nicht gut, such mir bitte noch mal was anderes. Genau, aber ne, wenn man dann zeitlich begrenzt ist, kann man das natürlich auch nicht unendlich machen. Andererseits ist natürlich die zeitliche Begrenzung auch wieder gut, weil man sich dann vorher natürlich überlegt, was ist das Wichtigste und sich erstmal darauf konzentriert. Zu den Schuhen sind wir dann nachher gar nicht mehr so richtig gekommen. Aber gut, das war dann fürs Budget wahrscheinlich auch gar nicht mehr so schlecht. Genau, also das war meine bisher einzige und die erste Erfahrung mit einem Personal Shopping. Wenn das für dich interessant klingt, kannst du ja mal schauen, ob du ja in deiner Nähe jemanden hast, mit dem du das vielleicht ausprobieren möchtest. Ansonsten gibt es, wie gesagt, auch viele Möglichkeiten, das über so eine Personal Shopping Box von einem Versandanbieter einfach mal auszuprobieren. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder.